So, Michael, die ersten Leistungstests sind vorbei, die Einzelgespräche sind rum. Wie ist so deine erste Einschätzung von der Mannschaft nach der Sommerpause? Ja, das wird ein herausforderndes Projekt. Ich glaube, das wissen viele, die jetzt sich mit dem Verein beschäftigen und mit der Mannschaft beschäftigen, aber ich habe einen guten Eindruck. Ich glaube, es ist an der Zeit, glaube ich, auch vielen jungen Spielern aus dem NLZ eine Chance zu geben und da einfach mal denen mal die Möglichkeit zu geben, hier vorzuspielen. Und dann wird man sehen am Ende, wie das weitergeht. Und die Leistungstests werden jetzt noch im Gänze ausgewertet. Aber ich habe einen guten Eindruck jetzt von der Persönlichkeitsstruktur der Spieler. Also ich glaube, dass wir schon junge, interessante Spieler und vor allem, wir haben trotzdem einen Großteil der Stammmannschaft des letzten Jahres gehalten. Also von dem her, ich glaube, bin ich sehr zuversichtlich. Du hast die jungen Spieler angesprochen, du hast eine Wintervorbereitung schon gehabt. Wie wichtig ist es dir aber, eine komplette Sommervorbereitung zu haben, auch das ganze Team und jetzt auch im Hinblick auf die jungen Talente, die du jetzt dabei hast, einfach das ganze Team dabei zu haben? Ja, sehr, sehr wichtig. Ich denke, für mich war es wichtig, dass wir einen Großteil der letztjährigen Stammmannschaft weiterhin an uns binden konnten und jetzt einigen Spielern, jungen Spielern eine Chance geben. Aber letztes Jahr haben wir eigentlich de facto nur eine Woche richtige Vorbereitung gehabt, das war die Woche in La Manga. Ansonsten gab es ja am Anfang Januar, also hier wetterbedingt ein bisschen schwierig zu trainieren, und wir haben eigentlich dann nur zwei Wochen Vorbereitung gehabt. Also von dem her bin ich mal ganz gespannt. Wir haben, glaube ich, einen riesen Auftakt dann nach der Woche in La Manga gegen Braunschweig hier gezeigt. Ein furioses Spiel, und jetzt haben wir 7 Wochen Vorbereitung. Also ich erwarte mir schon, dass wir große Schritte in der Vorbereitung machen werden, und dann werden wir sehen, jetzt auch in 4 Wochen, glaube ich, ist so ein realistisches Bild einmal nach der Trainingslage mal möglich, wo man dann sieht, wo geht die Reise hin, was ist am Ende dann auch im Verein möglich an Neuverpflichtungen, dass wir dann, glaube ich, auch nächstes Jahr wieder eine brutal starke Löwenmannschaft in der dritten Liga am Start haben können. Super, danke dir.